Lieber Janosch, schön, dass wir uns wiedersehen. Wir reden heute über das Thema Magie, Verhältnis zur Religion. Und ich würde gerne die erste Frage so formulieren: Was ist eigentlich ein Magier? Was ist eigentlich ein Magier? Tja, da sind wir ja direkt in einer ganz heißen Diskussion, weil da gibt es so viele Definitionen. Allein das Wort Magie kann man ja schon etymologisch von diesem und jenem ableiten. Bei Wikipedia findet man dann sowas wie, es kommt von den Weisen damals unter Zarathustras Religion. Das heißt, es waren damals auch schon sowas wie Priester, wo wir dann auch schon bei dem Verhältnis Priestertum und Magier, Magie sind. Ich habe ja mal die Definition, Magie hat was mit Machen zu tun, irgendwie gehört und finde die ganz gut. Es geht einfach darum zu beeinflussen und der Magier ist eben der, der besonders diese Fähigkeit besitzt, zu beeinflussen, etwas zu machen, aber eben auch durch besondere Kenntnisse, mit besonderen Mitteln. Und bei Kenneth Grant oder so findet man auch das Wort Maya im Zusammenhang mit Magie, also das Maya, der, also aus dem Sanskrit, dieses was oft dann so als die illusorische Welt oder sowas übersetzt wird, das Gewebe, das Gespinst, was uns hier sozusagen den Schleier der Realität vorgaukelt. Und der Magier ist entsprechend dann der, der diesen Schleier, der an diesem Schleier mitstrickt, könnte man vielleicht sagen. Und Magie im Sinne von, also die Praxis, die tatsächlich dabei ausgeübt wird, ist für mich so. Und da kommt dann eben auch die Parallele zu Priesterdienst sehr deutlich zur Geltung. Es besteht eigentlich immer aus vier Ebenen oder vier Elementen. Man könnte das so mit den vier mystischen Elementen Erde, Wasser, Luft und Feuer auch irgendwie assoziieren. Ich habe für mich da so als Merkbegriff sozusagen die Vierheit aus Substanzen, Tanzen, Gesang und Gedanken. Also das tiefste, das Erdelement wären dann die Substanzen. Ganz im weitesten Sinne des Wortes, alles materielle Equipment sozusagen, alle Ritualgegenstände könnte man dazu zählen, die Einrichtung des Zimmers, des Tempels oder was auch immer, des ganzen Gebäudes. Aber natürlich auch wirklich Substanzen in so einem psychedelischen Sinn, das hat auch schließlich oft mit sowohl Religion als auch Magie zu tun, sei es der Wein beim Abendmahl, sei es halt irgendwelche harten Ayahuasca-Trips in den etwas anderen Arten von Religion und, oder die Fliegenpilze bei den Schamanen oder sowas. Dann die zweite Ebene des Tanzen, meine ich auch im weiteren Sinne, nicht nur jetzt das tatsächliche Tanzen, weil das vielleicht so die schönste Form der Bewegung ist, aber einfach das gesamte Körperliche, was auch immer ein Aspekt von allen Ritualen ist, sei es die Haltung, wie man steht, wie man die Hände hält, Mudras bei den Indern oder Asanas, wirklich die Haltung des Körpers und, aber auch sowas wie Verbeugen, sich auf den Boden werfen im Gebet, das hat auch alles damit zu tun, dass man seinen Körper eben in einer bestimmten Art und Weise einsetzt. Ich habe auch mal gehört, bei Schamanen könnte man sagen, ist der Körper sowas wie die Antenne, je nachdem, wie er eingestellt ist, wie er sich ausrichtet, desto wer, also andere Sachen werden dann empfangen aus der geistigen Welt oder woher auch immer. Und dann die nächste Ebene, der Gesang ist natürlich auch wiederum im weitesten Sinne gemeint, alles Sprechen gehört auch dazu, im noch weiteren Sinne auch einfach Atmen, die Atemtechniken, die ja auch sehr wichtig sind. Also das dann vielleicht eher auch wieder bei magischen Praktiken als in der Religion. Aber in der Religion singt man halt insbesondere und spricht. Also das Wort ist fast in jeder Religion ein ganz wichtiges Mittel. Und dann die vierte oder subtilste Ebene, die Gedanken. Dazu zähle ich dann auch alle Vorstellungskraft, Imagination und so weiter. Und ich denke, alle diese vier Elemente oder vier Ebenen, Entschuldigung, spielen immer mit rein. Bei der einen Tradition wird halt eine Ebene vielleicht mehr betont und vielleicht eine andere fast ganz weggelassen, aber so ein bisschen beteiligt ist meiner Meinung nach immer alles von diesen vielen. Beim Magier, im Tarot oder überhaupt so in der magischen Symbolik sind diese vier Elemente ja auch durch seine Werkzeuge wirklich repräsentiert. Also die Dinge, mit denen er arbeitet, der Stab fürs Feuer, das Schwert für die Luft und so weiter. Das sind ja im Prinzip dann seine Arbeitsmaterialien, also wie diese vier Ebenen, die ich da aufgezählt habe, auch die Materialien sind, mit denen ein Kult, welcher Art auch immer, eben arbeitet. Und wenn du schon die Art ansprichst, finde ich immer am allerauffälligsten diese Bewegung, also dieses, die eine Hand oben, die andere Hand unten, dieses wie oben, so unten, oder man könnte auch sagen, oben mit dem unteren in Einklang bringen, verbinden. Und da sind wir vielleicht auch wieder bei einer Parallele zwischen Priester und Magier, denn der Priester ist ja auch in erster Linie ein Vermittler.
von Himmel und Erde, könnte man vielleicht sagen, von oben und unten. Da kann man noch viele andere paar Begriffe dann dazustellen. Beim Magier könnte man vielleicht sogar sagen, der vermittelt nicht einfach nur zwischen Himmel und Erde, sondern zwischen Himmel und Hölle tatsächlich. Wobei natürlich man sich eh streiten kann, ob nicht Erde und Hölle irgendwie synonyme Begriffe sind, je nachdem, wie man eben dieses Leben hier unten erlebt, sozusagen. Aber was mir dabei aufgefallen ist, dass ja die Handhaltung beim Magier, das hatten wir schon angesprochen, das Oben und das Unten quasi verbindet. Also durch seine Person, durch sein Tun verbindet der Himmel und Erde. Der Priester, dem ich ja eigentlich diese Tätigkeit auch zuschreiben würde oder diese Aufgabe, ist allerdings eben eher mit beiden Händen nur auf das Obere hin ausgerichtet. Also das ist ja auch das, was man so klischeehaft sich so vorstellt. Der Priester, wie hält er die Hände, wenn er segnet? Eher so irgendwie nach oben und irgendwie von oben herab sozusagen. Aber es könnte halt symbolisch tatsächlich auch dafür stehen, dass in der Tat in den letzten paar hundert Jahren oder vielleicht auch schon länger das Priestertum immer mehr die Bodenhaftung verloren hat, immer mehr sich nur noch sozusagen in die hohen Gefilde zurückgezogen hat, dadurch aber den Bezug zum wirklichen Leben hier im irdischen Moloch sozusagen nicht mehr wirklich erreicht und eben dadurch auch bei den Menschen nicht mehr so Anklang findet, weil man sich sozusagen im Wolkenkuckucksheim oder im Elfenbeinturm eingerichtet hat und nur noch sozusagen dieses schöne, leichte nach oben ziehende hat. Interessant wäre vielleicht noch zu überlegen, ob es auch eine Gruppe gibt oder Menschen gibt, die typischerweise mit den Händen in Richtung Boden sich zeigen bei irgendeiner wichtigen symbolischen Haltung oder sowas, die dann genau das Gegenteil repräsentieren. Also das Gleichgewicht in die andere Richtung zu verlieren, nur noch das Materielle, nur noch das Irdische, das rein kausale, mechanische sozusagen sehen wollen und überhaupt nicht mehr die Verbindung zum Ewigen haben. Der Teufel hält ja auch die Hände so, ne? Der Baphomet, ja. Ja, er ist halt die notwendige Gegenkraft. Auf dem Weg kann man aber auch diese Verbindung wieder erleben. Wenn man eben sozusagen auf die harte Tour lernen will, dann steht dieser Weg auch jedem offen. Also man kann auch den Weg über den Widersacher sozusagen gehen. Am Ende führt auch der zum selben Ergebnis. Das hat schon Hiob gelernt. Wie ist das in deinem Leben gelaufen? Ich würde sagen, durch die Beengung, durch das Leid wird man irgendwie dazu gezwungen, genötigt von seinem Schicksal, sich Fragen zu stellen, die man nicht sich stellen würde, wenn man die ganze Zeit nur in Friede, Freude, Eierkuchen lebt, sozusagen. Also bei mir war es auf jeden Fall so und viele andere Leute, die mit mir diesen Weg mehr oder weniger gehen, bestätigen mir das aus ihren Lebenserfahrungen. Also irgendwann hat man einfach sich hier unten im Sud der Welt sozusagen wiedergefunden und es erstmal realisiert, wo man hier eigentlich ist, was will man hier eigentlich und sich erstmal anfängt, manche Fragen zu stellen. Und insofern ist das Böse für mich schon so die notwendige Antriebskraft, so der Stachel, der einen antreibt, überhaupt auf die Suche zu gehen. Das heißt nicht, dass man jetzt selber Böses irgendwie anderen Leuten antun sollte, um denen quasi irgendwie einen Anreiz zu geben, jetzt mal die Erleuchtung zu suchen. Weil man kann darauf vertrauen, dass die auch schon genug selber Böses erlebt haben in ihrem Leben. Dann ist eher quasi die große Kunst, die an diesem ihrem Bösen, was sie erlebt haben oder vielleicht auch was sie selber tun, zu greifen und dieses Böse versuchen zu transformieren im Sinne von, schau dir das an. Das ist zwar was Dunkles und was Unangenehmes vielleicht, was kalt, feuchtes, wie so ein Erdreich oder sowas, wo man sich fast schon lebendig begraben drin fühlt. Aber vielleicht ist es eben der einzige Ort, an dem der Same reifen kann, wenn dann die richtigen Verhältnisse stattfinden. Also vielleicht liegt der Same schon drin in diesem dunklen, feuchten Humus des Bösen oder dessen, was man halt so erlitten hat im Leben. Aber es fehlt nur noch der richtige Winkel des Sonnenstrahleinfalls, der die Erde erwärmt, die den Samen zum Keimen bringt und dann das nötige Wasser vom Himmel, der Regen, der es dann also füttert quasi, damit es auch Kraft zieht und wachsen kann, die Erdoberfläche durchbrechen kann. Und in dem Moment ist ja dann quasi das, was da im Bösen gereift ist, wenn es durchbricht ans Licht, dann ist das Wunder sozusagen wird dann erlebt. Und das wäre gar nicht möglich gewesen, wenn man vorher das schon irgendwie voreilig ausgebuddelt hätte oder sowas aus vermeintlichem Schutz für den armen Samen, der da ganz einsam und allein in der Erde liegt. Das ist so, wie wenn du ein Kind im Mutterleib irgendwie voreilig rausholst oder wenn du das genau angucken willst, was da gerade passiert. Das geht nicht. Du musst es in der Dunkelheit sich bilden lassen. Und dort geschieht sozusagen das Wunder.
Aber erlebt wird es eigentlich erst, wenn es dann durchbricht. Und das ist dann halt die Geburt des Kindes, dann trotz aller Schmerzen, die das verursacht für die Frau, manchmal vielleicht auch für den Mann, ist dann die Freude groß, wenn das Kind da ist und alle Schmerzen sind vergessen. Und so ist es, denke ich, auch mit allem Leid, was man im Leben erlebt. Gerade in diesen Zeiten wächst man wirklich, da reift wirklich was in einen. Aber das tut eben weh. Wachstum tut weh. Und erst wenn man dann irgendwann dadurch eine höhere Ebene sozusagen erreicht hat, weil man jetzt ein Kopf größer ist, platt gesagt, hat man halt auch mehr Überblick wieder und hat jetzt den Vorteil daraus und sieht, warum das nötig war und dass es sogar wert war, dass man es nicht mal eintauschen wollte, wenn man es könnte. Ich wollte nichts in meiner Vergangenheit jetzt irgendwie verändern, auch wenn da vieles dabei war, wo ich im Moment des Erlebens gar nicht so zufrieden damit war, gelinde gesagt. Aber alles hat mich zu dem geführt, wo ich heute bin und hier freue ich mich zu sein, hier und jetzt, in dem Sinne. Ja, da kommen wir vielleicht mal langsam zu der Parallele wieder zur Religion oder zum Priesterlichen. Für mich sind die Figur des Magiers und die Figur des Priesters einfach in erster Linie Vermittler, wie schon gesagt, zwischen oben und unten, Himmel und Erde. Und ich würde vielleicht noch das Begriffspaar akausalem und kausalem dazustellen. Also in gewissem Sinne ist das Obere, das Himmlische, das Nicht-Greifbare, das Akausale. Das hat der Mensch einfach nicht unter Kontrolle. Er mag versuchen, da mit irgendwelchen Techniken zu kontrollieren, aber im Endeffekt kommt immer wieder dieses unerwartete, plötzliche, überraschende. Während die irdische Realität, wie das ja auch unsere moderne Wissenschaft relativ weit schon entzaubert hat, fast, will ich sagen, die ist ziemlich kausal. Also da kann man schon ganz gut rechnen mit, wenn dies und das jetzt getan wird, dann wird es die und die Wirkung haben. Natürlich hat auch das Grenzen, weil der menschliche Verstand nicht alles überblicken kann, aber zumindest im Prinzip ist da die Kausalität schon das herrschende Prinzip. Und für mich sind jetzt beide Figuren, sowohl der Magier als auch der Priester, eigentlich auch Vermittler zwischen diesen beiden Aspekten der Existenz oder des Lebens oder wie man es nennen will. Dass also das Akausale und das Kausale nicht irgendwie das eine, das andere, nicht das eine dem anderen überlegen ist, sondern beides seinen Platz hat und das rechte Verhältnis von beiden gefunden, gesucht werden muss. Und da tendiere ich vielleicht so zu der Unterscheidung zwischen dem eher magischen und dem eher, ich nenne es mal jetzt religiösen Ansatz, dass beim magischen Ansatz das Kausale schon viel größeren Raum einnimmt. Also, dass man da ganz klar etwas, ich will fast sagen, erzwingen will oder zumindest Kontrolle über die Dinge erreichen und erhalten will. Während beim priesterlichen Ansatz gerade dieses sich hingeben, also eher der passive, die passive Herangehensweise im Vordergrund steht, dass man offenständig ist für eben diese Einschläge des Akkausalen im Leben. Beides aber hat jeweils das andere auch in sich. Also der Magier, also in ganz vielen magischen so Techniken ist die Auffassung ganz stark vertreten, dass man ab einem gewissen Punkt bei allem durchgeplant hat, was man an magischen sozusagen Anweisungen befolgt, dass dann ein Moment kommt, wo man aber alles loslassen muss, auch zum Beispiel den sozusagen den Zielgedanken oder das Bild, auf das man sich fokussiert, was man sozusagen erschaffen will, dass das am Ende losgelassen werden muss. Da gibt es oft dann dieses Bild, haben wir schon viele schon gehört, das ist wie beim Pfeil- und Bogenschießen, wenn man richtig gezielt hat, alles richtig, genau richtige Spannung hat, man hat also alles Technische richtig gemacht, dann kommt der Moment, da muss man den Pfeil einfach loslassen. Dann kann man auch nichts mehr ändern, dann muss man ihn einfach fliegen lassen und darf ihm nicht hinterherrennen und ihn noch irgendwie festhalten wollen und nochmal korrigieren, die Bahn, sondern wenn man loslässt, dann lässt man los. Und dann muss eben alles, wie man es soweit eingerichtet hat, einfach seinen Gang gehen und man vertraut dann darauf, dass es dann schon das Ergebnis bringt, was es bringen soll. Wie gesagt, beim Magier ist es wirklich dann ein ziemlich kleiner Moment nur, eingerahmt in dieses große Gewebe von Vorkehrungen, die er getroffen hat, kommt dann ein kleiner Moment, wo sozusagen kontrolliert die Unkontrollierbarkeit zugelassen wird, sagen wir mal. Also da, wo das Akkausale dann seinen Raum kriegt, und das gerade in diesem Akkausale liegt eben die tatsächliche Kraft, die tatsächliche transformatorische Macht des Ganzen. Und beim Priesterdienst ist es genau umgekehrt, also zumindest von der Tendenz her, natürlich die Übergänge immer fließend. Aber dort überwiegt, sagen wir mal, als innere Haltung eigentlich dieses, wie es dann auch in Gebeten, im Christentum oder so heißt, dein Wille geschehe, also auf Gott oder das Ewige bezogen. Nicht mein Wille, ich weiß ja eh nicht so ganz genau, was für mich richtig ist, sondern ich will in letzter Konsequenz bei allen meinen Wünschen und Gebeten, die ich vielleicht auch äußere, steht über allem dann doch, aber falls ich mich doch irre mit meinen Vorstellungen, lieber dein Wille geschehe. Also da ist viel mehr von Anfang an diese Offenständigkeit für das, was man nicht kontrollieren kann, weil man eben eine Art Vertrauen
auf das große Ganze, auf das Umfassende hat, auf das oder den Ewigen. Und trotzdem hat auch der Priester natürlich seine Riten und seine Gewohnheiten und seine Bräuche und seine Schriften, die er studiert und seine Theologie, seine Dogmen und sowas. Also auch der hat natürlich ganz stark diesen Hang oder diesen Drang, auch kontrollieren zu wollen, bestimmte Bereiche. Aber um überhaupt Magier und Priester voneinander unterscheiden zu können, halte ich halt diese Tendenz sozusagen für ausschlaggebend, ob man eher das Akausale so stark wie möglich begrenzen will oder eher das Akausale wirklich besonders einladen will in sein Leben. Also das, gerade dieser Begriff des Akausalen ist so die Essenz für mich, was zum Beispiel auch von meinem, sagen wir mal, Lehrer, wenn man so will, was das jüdisch-rassidische angeht, Friedrich Weinreb, seligen Andenkens, immer wieder in den Vordergrund gestellt wird. Und da kommen wir vielleicht auch, es sei denn, du willst mich unterbrechen und ein anderes Thema aufmachen, aber sonst würde ich gerade mal noch den Bogen zu religiöser Auffassung von Magie und Zauberei spannen. Da ist ja üblicherweise das eher negativ besetzt. Also gerade der Begriff Zauberei wird dann oft verwendet oder Hexerei und so weiter. Die religiöse Sichtweise auf Zauberei ist eben gerade, also ich rede jetzt vor allem auch so von dem, was ich kenne, chassidisch-jüdisch, auch so eher im tieferen Sinne, nicht jetzt die oberflächlich profane Auslegung des Judentums. Da geht es nicht darum, dass man irgendwie Techniken oder Kunstfertigkeiten grundsätzlich irgendwie für verwerflich hält. Es gibt ja auch ganz viele Geschichten in der Bibel, wo auch Heilungen und sowas praktiziert werden, indem bestimmte, ja, man kann sagen, Rituale oder fast schon eben Zaubergeschichten praktiziert werden. Aber was eben abgelehnt ist, ist dieses Erzwingen wollen und unbedingt jetzt als Mensch über alles zu verfügen, sondern am Ende steht immer das Schicksal teilt mir zu, was richtig für mich ist. Darauf vertraue ich. Das Wort Schicksal kommt ja auch von dem geschickten, die geschickte Saal. Also die Saal ist auch sowas wie Heilung. Der Saalmann früher war der Heiler. Und das zu erleben, zu erkennen, ist eben, ja, das aus meiner Sicht auch besonders erstrebenswert an diesem religiösen Weg, um eben weg gerade zu kommen von den ganzen Zwängen und Dogmen, die leider in der real existierenden Religion ziemlich überhand nehmen.